Geistscherben nicht. Es sei denn, man macht sich viele Tränke und ähnliches Grödel. Dann haben wir hier hinten noch einen zerbrochenen Stein und Schutt. Genau so wird es geschehen. Feuerkristall, auch Juwe. Und neue Quest, das Lager der Herumtreiber. Juhu, Quest aktualisiert. Ich muss kurz husten, kleinen Moment. So, fertig. Die Geschichte der Kreuzhieb-Herumtreiber. Hier heißen sie auf einmal Kreuzhieb-Herumtreiber. In den ganzen Kodexen hießen sie Kreuzungs-Herumtreiber. Oder habe ich das falsch gelesen? Da gucke ich gleich nochmal nach. Also, die Geschichte der Kreuzhieb-Herumtreiber hat die Position eines alten Lagers bei Caridins Kreuzung offenbart. Ah, jetzt muss ich nochmal reingucken. Nee, nicht Brecher. Da, genau, die Kreuzungs-Herumtreiber. Ich dachte schon, ich hätte mich die ganze Zeit voll verlesen. Das wäre natürlich jetzt oberpeinlich gewesen. Aber ich habe mich nicht verlesen. Und wo ist denn jetzt überhaupt und so die Matriarchin? Hat die gar nichts gedroppt? Ist nicht wahr. Oder habe ich die schon geplündert? Ne. Mein Gedächtnis lässt mich mal wieder im Stich. Karte. Hier ist Feierabend. Hier geht's nicht mehr weiter. Und wir sehen da unten einen Questplot. Und genau da verbirgt sich das Lager der Herumtreiber. Und Moment mal. Geht's denn hier oben noch rein? Jetzt, ich wundere mich jetzt, dass wir schon durch sind. Durch Caridins Kreuzung. Und irgendwie fehlt mir ein Stück. Also ich meine, es wäre noch irgendwo was. Kann aber sein, dass ich da irgendwas durcheinander schmeiße. Wäre nicht das erste Mal. Aber trotzdem gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, ich meine, da geht's doch noch rein. Da geht's doch noch rein, hundertprozentig. Dann, nee, wir räumen erstmal das Lager der Herumtreiber aus. Und dazu müssen wir wieder ganz hier unten hin. Und die Kiste, beziehungsweise das Lager, ist da, wo der Alpha-Oger uns aufgelauert hat. Genau da steht jetzt eine Kiste mit, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall laufen wir hier gerade Schlangenlinie. Ja, eine Kiste mit, keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Und zwar jetzt. Eine Streitaxt, zweihändig, brauchen wir nicht. Dorn der toten Götter. Drei Schaden und drei Rüstungsdurchdringung. Ja, jetzt ist die Frage, ist uns das lieber? Also er hat auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden als der Krähendolch. Ich denke auch, dass wir ihn ausrüsten werden. Allein aus dem Grund, weil er auch zwei Runenslots hat, die wir nutzen können. Das ist gut. Mühsalhandschuhe. Das sind Handschuhe von einem Rüstungsset, was wir im Laufe des Spiels noch finden werden. Und massive zwergische Handschuhe. Und der Ring des Kriegers. Zwei Stärke, zwei Geschicklichkeit. Neuer Kodex-Eintrag, Dorn der toten Götter. Den verpassen wir uns gleich einmal. Der ist aus Silberit, Stufe 6. Das ist schön. Dann hätten wir da auch ein bisschen mehr Schaden auf der Zweithand. Um genau zu sein, genauso viel Schaden wie auf der Ersthand. Nämlich 2x29,5. Was wollte ich noch? Was wollte ich noch gucken, ob Ogryn hier von irgendwas massive Zwergenhandschuhe kann er noch nicht, fehlt ihm die Stärke. Aber er kann diesen komischen Glückstein ausziehen und den Ring des Kriegers anlegen. Denn plus 2 Stärke, plus 2 Geschicklichkeit ist mir bei weitem lieber bei einem Tank als plus 1 in alle Attribute, auch wenn ihm jetzt ein bisschen Konstitutionspunkte oder ein Konstitutionspunkt verloren gegangen ist. Dafür gibt's, haben wir jetzt einen mehr in Stärke und einen mehr in Geschicklichkeit als vorher. Und jetzt gucken wir,
ob es da oben weitergeht und wenn ja, wo es da denn lang geht. Boah, die Wege sind so lang. Sind so lang. Und bei Morrigan sehe ich gerade, haben wir ja noch ein Level up. Aber erstmal laufen wir hier weiter. Ich habe gerade kein Thema drauf. Ich kann euch zu Caridans Kreuzung nicht mehr viel erzählen. Ich kann euch gerade spontan zu den tiefen Wegen nicht mehr erzählen. Ich kann euch auch nicht sagen, was uns jetzt da oben erwartet. Ach, natürlich, das ist ja da, wo der Bronto stand mit seinem Genlock-Gefolge. Und war da was? War da was? Boah, den ganzen Weg müssen wir... Ah ne, müssen wir ja gar nicht nochmal zurück. Doch, müssen wir. Auf jeden Fall müssen wir ja zu irgendeinem Ausgang. Hier. Hier hinein. Hier ist tatsächlich noch was. Wusste ich doch, dass mir noch irgendwas fehlt. Kurz die beliebte Quicksave-Taste und dann machen wir erstmal Level Up bei Morrigan. Da habe ich jetzt mehr Lust drauf, als hier weiterzulaufen. Zwei Magie, eine Willenskraft, wie immer. Bis zur nächsten Spezialisierung dauert's noch. Und nun, das können wir erst ab Level 12. Wir könnten jetzt, was auch noch gut für einen Heiler ist, beziehungsweise für einen Magier, der dann eher im Hintergrund stehen soll und eher auf CC-Zauber, also auf Crowd-Control-Zauber geskillt sein sollte, könnten wir die, wenn wir denn Punkte übrig hätten später, könnten wir die Fluchreihe skillen. Wir könnten auch die Siegelreihe skillen. Oder könnten hier die Helden, den heldenhaften Angriff und die Hast. Wobei die Hast, meine ich zu wissen, einen Bug hat. Und zwar, wenn man als Schurke Momentum anhat, was ich gerade nicht habe, warum auch immer. Egal, gleich. Wenn man als Schurke Momentum anhat, was schon die Angriffsgeschwindigkeit steigert und Hast, was auch die Angriffsgeschwindigkeit steigert, gibt es da, meine ich, einen negativen Effekt, und zwar, dass die Angriffsgeschwindigkeit halbiert wird. Ich weiß nicht, ob das mit einem Patch behoben wurde, ob der Bug immer noch besteht oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich dahin skille, sodass wir es ausprobieren können. Keine Ahnung. Aber so viel wollte ich euch dazu erstmal gerade erzählen, weil es mir eingefallen ist. Ja, hier die anderen drei Zauber im Heilungsbaum, die finde ich eigentlich recht ineffizient. Weiß ich auch noch nicht, ob ich da weiter skille, aber wir gehen jetzt erstmal auf den Stabfokus. Der Charakter hat sich auf direkte Angriffe mit einem Magierstab spezialisiert und erhält bei normalen Angriffen einen permanenten Bonus auf Schaden. Schadet uns ja auch nichts, weil ja, wenn Morrigan nix heilt und nix ins Kraftfeld und ins Gefängnis packt, dann greift sie ja automatisch mit einem normalen Angriff an. In Ordnung. Ach, ich glaube, ich weiß, warum Momentum uns ausgegangen ist, weil die Ausdauer alle war. Weil Momentum steht ja auch da, allerdings es hinkt die Ausdauer in diesem Modus rapide. Ja, nochmal Quick Save. Und dann wartet dort oben was auf uns? Ein Tiefenlaurer. Juhu. Komm ran. Hallo. Na, nun. Naja, das waren doch eh nicht alle. Komm, ich gehe weiter und dann kommen wir schon. Wieder ist dein Gegner gefallen. Oh, und wie viele es gleich wieder sind. Na komm schon. Noch ein. Okay, da scheint noch einer zu sein. Ja, da ist noch einer. Nun alle besiegt. Ja. Kampfmusik aus, alle besiegt. Geht's hier weiter oder kam ich hierher? Hier geht's weiter. Dann gucken wir doch erstmal, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Und zwar ein zerbrochener Stein und ein Runenstein. Was sagt uns denn der Runenstein? Kodex über Bewahrer. Nochmal einen feuchten Schluck für die Kehle. Zerbrochener Stein. Wie ihr wünscht. Hat. Ja, Froststeine. Und ansonsten, war's das hier?
Hier kam ich her. Die Tiefenlaurer droppen mal wieder nichts. Okay, wir können weiter. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was hier hinten kommt. Kommt hier noch was anderes außer Tiefenlaurer? Ich habe keinen Plan. Ich habe auch gerade das Gebiet hier überhaupt nicht auf dem Schirm. Jetzt werden sie auch noch hinterlistig, die Viecher. Das glaube ich ja nicht. Na, komm, den einen noch und dann kümmern wir uns jetzt um die Biester hier, um die Ecke. Um die Ecke. Druff. Keine Kampfmusik, doch. Auch das ist geschafft und hier kommen die nächsten. Oh, ist das ätzend. So, jetzt, wenn ich hier weiter reingehe, kommen hier bestimmt. Ja, ne, kaum sage ich's und so. Noch mehr! Und jetzt einfach wahllos drauf auf alles, was da kreucht und fleucht. Ja, warum gehst du denn auf den letzten drauf? Das ist doch mal Schwachsinn. Auch die wären besiegt. Geht's da noch weiter? Aha. Komme ich dann da oben raus? Ach, hier komme ich raus. Guck mal einer an. Ach stimmt, den Zeta, den Eingang hätte ich fast voll vergessen am Anfang. Und da ist der letzte kleine blutige Sack. Schön. Mit dem Kopf in einem Sack. Zack, zack. Und wir haben eine neue Quest zerschnitten. Wir lesen jedoch davor den Kodex. Aufgabe für Kira, waren wir genau. Ein herausgerissenes Blatt über ein Ritual, Herkunft unbekannt. Der Körper zerteilt und dann über weites Gebiet verstreut, damit kein Leben beobachtet, kein Herzschlag festgestellt werden kann. So kann die Bestie ganze Zeitalter zubringen, während das Wissen weitergegeben wird und die Verfolger ihr Leben fortführen können. In die Ecke gekritzelt, ich hatte Unrecht. Unrecht schreibt man groß. Keine Elfen. Es wurde nicht von Jägern getötet. Und es hat das zugelassen? Die Teile müssen getrennt bleiben, würde ich sagen. Und weit weg vom Herzen. Ja! Ach so, die Quest. Boah, voll verwirrt gerade. Zerschnitten. Du hast die Überreste einer Kreatur des Nichts gefunden, die sich möglicherweise selbst verstümmelt hat. Die Notizen deuten darauf hin, dass die Tat nahe Caridans Kreuzung in den tiefen Wegen vollbracht wurde. Ja, das wurde sie. Und ich weiß natürlich auch, wo. Einen zwergischen Helm. Das ist fein, den brauchen wir natürlich nicht. Hier ist noch ein zerbrochener Stein. Oh, Froststeine. Was wir Froststeine und Feuersteine und Lebenssteine haben. Das können wir alles sehr, sehr schön verticken. Karte gucken. Konnte ich hier rechts und links in die Dings da nicht rein? Nee, da liegen Steine davor. Okay. Dann sind wir auch hier fertig. Und laufen jetzt zurück zum Anfang. Also Hauptsache zu irgendeinem Ausgang. Ist ja jetzt egal. Wir müssen ja jetzt nicht da unten in den Ausgang rein. Oder in den dritten, der da ist. Wir gehen einfach wieder auf dem Weg zurück, auf dem wir gekommen sind. Und gucken gleich nochmal auf die Karte. Seht ihr, hier liegen noch die dunkle Brutleichen vom Beginn. Was wollte ich sagen? Ja, wir gucken gleich nochmal auf die Karte, ob wir nicht doch noch irgendwo irgendwas vergessen haben.